Willkommen in der Pixelküche. Wenn man in Animal Crossing Geburtstag hat, bekommt man einen hausgemachten Kuchen von Mama. Und deswegen machen wir den heute. Wir starten mit dem Kuchen. Ich habe mich für einen Mandelkuchen entschieden und dafür fangen wir wie immer erstmal an, damit Zucker und Fett zusammenzurühren. Ich habe hier ungefähr 50 Milliliter Sonnenblumenöl, 100 Gramm Zucker. So, und das wird jetzt erstmal zusammengeschlagen. So, hier dazu kommen jetzt außerdem noch ungefähr 160 Milliliter Hafermilch. So, dann 60 Milliliter Zitronensaft. Außerdem, wie immer, ihr wisst, das mache ich gerne, ein Schluck Vanillesirup. Und zu guter Letzt noch ein Esslöffel Apfelmus. So, und das wird jetzt wieder gerührt. Sobald das verrührt ist, kommen wir zu den trockenen Zutaten. Da haben wir einmal 50 Gramm gemahlene Mandeln, außerdem 190 Gramm Mehl, so, dann noch ein wenig Salz, so ungefähr so ein Viertel Teelöffel, nur so ein ganz bisschen, und zu guter Letzt noch 3 Teelöffel Backpulver. 1, 2, 3. So, das Ganze wird jetzt nochmal untergerührt und dann haben wir unseren Teig. So, unser Teig ist fertig und ist damit bereit für die vorbereitete Backform. So, da gießen wir den jetzt rein. Der Ofen ist auch schon auf 180 Grad vorgeheizt. Und da drin backen wir unseren Kuchen dann für ungefähr 30 bis 40 Minuten. Wie viele genau, sage ich euch, wenn er fertig ist. Ich würde sagen, bis gleich. Da sind wir wieder. Da ist unser Kuchen. So, einmal den Stäbchentest. Und ihr seht, da klebt nichts. Der ist wunderbar fertig. Und deswegen können wir ihn jetzt rausholen und vollständig abkühlen lassen. Wir machen für den Kuchen außerdem noch eine Himbeerfüllung. Dafür habe ich hier 150 Gramm Tiefkühlhimbeeren. Da rein kommen jetzt 3 Esslöffel Gelierzucker, so ungefähr. 1, 2, 3. So, und außerdem noch 1 Esslöffel Zitronensaft. So, und dann lassen wir die jetzt erstmal in Ruhe auftauen und das Ganze dann ein wenig köcheln. Da sind wir wieder. Unsere Himbeeren haben schön geköchelt und sind jetzt eine Himbeersuppe. So, ich würde sagen, die stellen wir jetzt kalt, damit sie vollständig abkühlen und gelieren kann. Und dann haben wir unsere Himbeerfüllung. Zu guter Letzt brauchen wir noch einen Sahnefrosting. Dafür brauchen wir zuerst mal Sahne. Ich habe hier 200 Milliliter Schlagcreme. So, die kommt jetzt hier rein. Und wird dann einmal aufgeschlagen. So, bis sie so richtig schöne Spitzen macht. Ja, genau. Alles klar. Dann kommt die erstmal beiseite und wird getauscht gegen eine Schüssel mit 80 Gramm Puderzucker. Dem fügen wir jetzt noch einen Esslöffel Himbeersirup hinzu, einmal für die Farbe und natürlich auch für den Geschmack. So, und außerdem 2 Packungen, das sind 300 Gramm Frischkäse. So, die mache ich da jetzt einmal rein. So, und dann wird das Ganze einmal verrührt. Ich nehme die Mixstäbe mit der Sahne, das ist völlig egal, die kommt da eh gleich rein. So, und ihr seht schon, so ganz natürlich kriegen wir das Pink nicht hin. Sehr himbeerig ist dieser Sirup aber, deswegen helfen wir jetzt noch mit ein bisschen Farbe nach. Genau, das wird nochmal eingerührt. So, jetzt haben wir ein schickes Rosa bekommen und der Mixer kann auf jeden Fall beiseite. Dafür holen wir unsere Sahne wieder ran. Hier ist die Creme, die Frischkäsecreme, hier ist die Sahne
Und die Sahne wird jetzt vorsichtig unter unsere Creme runtergehoben. So, bis sich das alles gerade so vermischt hat, aber möglichst ohne die Sahne wieder zu sehr, ja, weniger fluffig werden zu lassen. Genau, das mache ich mal vorsichtig und dann zeige ich euch das Ergebnis. Hier haben wir unser Ergebnis. So, es ist nicht die allerfesteste Creme, aber sie ist himbeerig und lecker und glaube ich genau das Richtige für den ja selbstgemachten Look, den der Kuchen haben soll. Und ich zeige euch einmal hier mit dem Löffel. Guckt mal, also sie steht auf jeden Fall. Genau. Gute Konsistenz. Ja, dann würde ich sagen, ab zum Kuchen. Hier ist unser Kuchen, einmal vollständig abgekühlt. So, und ihr seht, das ist ein sehr flacher Kuchen, der geht kaum auf und ist somit perfekt für unseren hausgemachten Mama-Kuchen, weil den man jetzt quasi gar nicht, normalerweise muss man die ja zuschneiden und so, ne, und das muss man hier alles gar nicht machen. Wir lassen den einfach so, wie er ist. Genau, und ihr könnt quasi selber entscheiden, wie hoch ihr euren Kuchen stapeln wollt, ne? Der ist halt so dünn, das heißt, ich würde den nicht nochmal halb schneiden, auch wenn man das natürlich kann. Und ich habe mich entschieden für einen zweistöckigen Kuchen. Ich habe also zweimal den Kuchen gemacht. Genau, so, ihr könnt selber entscheiden, wie hoch ihr euren haben wollt. Aber hier sind damit unsere Kuchen und damit haben wir jetzt alle Komponenten fertig und müssen sie jetzt nur noch stapeln. Alles ist bereit zum Kuchenbauen. So, ich habe hier so eine schöne Drehplatte, die ist immer ganz gut zum Dekorieren. Ich glaube, das ist ein Käsebrett eigentlich. So, und dann brauchen wir einen Teller, wo wir unseren Kuchen draufstellen. Meine Teller sind alles zu klein, aber ich habe so ein Brett. Ich nehme mal die nicht dekorierte Seite nach oben. So, und dann ist es Zeit für unsere erste Kuchenschicht. Ich habe hier meinen Kuchen und den wende ich jetzt einfach einmal hier so auf das Brett drauf. Wenn der kalt ist, komplett, dann kann man den eigentlich gut handeln. So, das hier einmal ab. Die paar Krümel machen überhaupt nichts. Um sowas kümmern wir uns später. Genau, und ich würde jetzt erstmal anfangen damit, eine dünne Schicht von unserer Sahne hier einmal drauf zu machen. So, und was ich dann mache, ich weiß nicht, ob ihr das gut seht, aber ich streiche hier am Rand so eine kleine Barriere quasi, wo dann unsere Füllung rein kann. So. Wo das so ein bisschen höher ist quasi einfach. Es muss nicht so exakt sein, das ist alles egal. Wir streichen das später alles in die schöne Form, in der es sein soll. So, aber ich mache hier quasi so einen kleinen Rand. So, damit das auch schön ausgeglichen ist. Und dann ist es Zeit für unsere Himbeerfüllung. Die ist inzwischen zu einer dicken, schönen Marmelade geworden. Ihr seht das. So, die kann da jetzt wunderbar drauf und schön verstrichen werden. Ich mache das mal. So ungefähr. So. Und es macht sich gut, wenn ihr Zeit habt und stellt das ruhig so oft wie möglich nochmal kalt, damit das alles nochmal ein bisschen, ne, sich kennenlernen und sich verbinden kann. Und dann ist es Zeit für den nächsten Kuchen. Der kommt da jetzt einfach einmal oben drauf. Wunderbar. Alles klar. Ja, und ihr ahnt schon, was jetzt kommt. Jetzt nehmen wir unsere ganze Creme, die wir noch haben, und streicheln die einfach einmal über den gesamten Kuchen, oben drüber, Seiten drüber. Genau, ich zeige euch das gleich mal. Ich habe jetzt ringsum einmal alles mit unserer Creme bedeckt. Jetzt habe ich hier noch so ein schönes Werkzeug. Ihr könnt aber auch ein glattes Messer nehmen. So, und jetzt seht ihr auch schon den Vorteil, wenn man das auf so einem Drehteller macht. Jetzt können wir nämlich quasi den Rand nochmal so richtig schön, das alles hier einmal richtig schön glatt machen, damit das noch ein bisschen feiner und professioneller aussieht. So zu perfekt will ich es nicht machen. Wir haben ja den selbstgemachten Look, von dem ich schon so oft geredet habe. So kleine Stellen können wir damit auch gut ausbessern. Genau, und ich würde sagen, damit bringe ich das jetzt nochmal in eine etwas schönere Form und dann geht's ans Dekorieren. Alles klar, ich finde, ich habe das ganz gut gemacht. Ich habe so eine Spirale oben drauf gemacht. Genau. Und dann kommen wir zur Deko. Ich habe mir als erstes hier einmal so vegane Smarties besorgt und die kommen jetzt einfach einmal den ganzen Rand reihum auf den Kuchen gesteckt. Ja, und ich würde sagen, für euch überspringe ich das mal.
Da sind wir. So, ich habe versucht, ein paar Wellen reinzumachen, wie ihr seht. Ja, und als nächstes kümmern wir uns um die Katze auf dem Kuchen. Okay, ich habe hier mal den Kuchen von oben und hier habe ich schwarze Farbe. Damit starten wir. Das ist einfach weiße Schokolade, die ich eingefärbt habe mit Lebensmittelfarbe. Achtet darauf, dass ihr ölbasierte Farbe nehmt, aber dann ist das gar kein Problem. So, und damit probiere ich jetzt mal hier einmal so ein Näschen. Und dann so. Wir achten wieder auf diesen schönen Zickzack-Look. So, Vorsicht, dass es nicht tropft. Und dann jetzt noch die Augen. Das sind ja so Spiralen. So. Genau, und dann wechseln wir auch schon zu Pink. Und bei Pink haben wir einmal die Schnurrhaare. So, ich glaube, es sind 3. 1, 2, 3. Andere Seite. 1, 2 und 3. So, und dann natürlich noch die Öhrchen. Und die sind auch so eine Spirale, glaube ich. So ungefähr. So. Alles klar. Und dann haben wir unsere Katze. So, Fotosession ist gemacht und ich muss ehrlich sagen, irgendwie habe ich festgestellt, meine Katze sieht viel creepiger aus als die im Spiel. Die im Spiel sieht voll süß aus. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Aber zu meiner Verteidigung, es war auch schwer, die Deko zu machen mit der Kamera und allem im Weg. So, und ich würde sagen, seien wir einfach gar nicht traurig, gehen wir einfach an den Taste-Test. So, tut mir leid, kleine Katze. Aber wir müssen jetzt einmal anschneiden. So, wir drehen ein bisschen. So, okay. Dann zeige ich euch mal, wie das Stück von innen aussieht. Wir haben unsere Himbeerfüllung, unseren Mandelkuchen. So, und ich habe natürlich keine Gabel. Kleinen Moment. Okay, da bin ich wieder mit Gabel. Ich zeige euch nochmal, wie es von innen aussieht. Der untere Kuchen ist ein bisschen groß, aber wir wollten ja auch den selbstgemacht, unprofessionell Look. Insofern würde ich sagen, der ist uns einfach gelungen. Und dann koste ich mal. Wow. Okay. Also auf jeden Fall super himbeerig. Die Füllung ist mega. Also könnte sein, dass manche Leute diese kleinen Kerne stören, die da drin sind. Aber ansonsten ist die Hammer. Und das Frosting schmeckt auch super nach Himbeere. Und super sahnig. Okay, und der Kuchen? Der Kuchen ist auch voll lecker. Er schmeckt nicht super intensiv nach Mandel, aber so ganz leicht. Und die Schokolade in der Deko passt sogar gut dazu. Also ich würde sagen, vielen Dank, Mama. Schickt ihr alle eine Dankeskarte für den Kuchen, weil der... Ja, Hammer. Okay. Sorry. Mit Vollmond redet man nicht. So, ja. Das war's mit dieser Folge von der Pixelküche. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt. Ich esse noch diesen... Oh, der ist wirklich mies lecker. Total fruchtig, total frisch. Okay. Ja, ich esse noch diesen Kuchen weiter. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!